Meine Sportkarriere bietet eine mögliche Plattform, um dort gehört zu werden, wo die Stimmen anderer Menschen ignoriert werden. Bei den Olympischen Spielen im letzten Jahr läuft der äthiopische Marathonläufer Feyisa Lilesa mit gekreuzten Armen über die Ziellinie und gewinnt die Silbermedaille. Es ist der erste öffentliche Protest eines Oromo, der international wahrgenommen wird. Die Geste steht für den friedlichen Widerstand gegen Unterdrückung und Menschenrechtsverletzungen an den Oromo, der größten Ethnie in Äthiopien. Es ist die Geste, die mein Volk macht, wenn wir der Polizei zeigen, dass wir unbewaffnet sind. Hat man seine Hände in den Hosentaschen, riskiert man, erschossen zu werden. Wir wollen damit ausdrücken, dass unsere Demonstrationen friedlich sind. Feyisa wurde im äthiopischen Bundesstaat Oromia, der zu großen Teilen von Oromo besiedelt wird, geboren. Die ungerechte Behandlung, die die Oromo durch den äthiopischen Staat erleiden, war stets Teil seines Alltags. Äthiopien ist in 9 Regionen unterteilt, deren Grenzen sich nach der ethnischen Herkunft der Einwohner richten. Das Land wird seit 1991 durch die Revolutionäre Demokratische Front der äthiopischen Völker regiert. Die Regierung verspricht Gleichberechtigung für alle ethnischen Gruppen. Sie wird jedoch durch die ethnische Minderheit der Tigray dominiert. Der wichtigste Erwerbszweig Äthiopiens ist die Landwirtschaft. Über 80% der Bevölkerung leben auf dem Land, das sich in staatlichem Besitz befindet. Die äthiopische Regierung hat das Ziel, die Landwirtschaft zu industrialisieren und mehr für den Export zu produzieren. Im Jahr 2014 plante der Staat mit dem sogenannten Masterplan eine Expansion der Hauptstadt Addis Abeba. Diese liegt im Bundesstaat Oromia. Die Oromo sind deshalb von dem Masterplan besonders betroffen. Über 1 Million Hektar Land sollten an Investoren verpachtet werden. Die Landaneignung würde die Vertreibung vieler Millionen Menschen bedeuten. Die Oromo fürchten die Zerstörung ihrer Lebensgrundlage und den Verfall ihrer kulturellen Identität. Empört über den Landraub, protestierten viele von ihnen friedlich gegen den Masterplan. Die Regierung antwortete brutal. Hunderte von Oromo wurden getötet, verhaftet oder verschwanden spurlos. Trotzdem halten die Proteste an. Die Oromo sind der ständigen Gefahr ausgesetzt, von der Regierung als Terroristen beschuldigt zu werden. Bei Demonstrationen laufen sie Gefahr, als Verbündete der Oromo-Befreiungsfront angesehen zu werden, die bewaffnet für einen eigenen Staat kämpft. Im Oktober 2016 endete das Erntedankfest der Oromo in einem Blutbad und der Ausnahmezustand wurde verhängt. Seitdem wurden tausende Oromo verhaftet. Menschenrechtsorganisationen berichten von Folter, Vergewaltigungen und erzwungenen Falschaussagen. Auch oppositionelle Politiker, Aktivisten und kritische Journalisten wurden verhaftet. Alle sozialen Netzwerke werden überwacht. Es dringen kaum Informationen nach außen. Äthiopien ist Transit- und Aufnahmeland vieler Flüchtlinge und wird damit zu einem wichtigen Partner der EU bei der Vermeidung von Fluchtwellen. Die USA kooperieren mit Äthiopien im Kampf gegen Islamisten im Nachbarland Somalia. Außerdem setzen viele westliche Investoren auf die billigen Arbeitskräfte aus der Region. Äthiopiens Partner blicken über die immer offensichtlicher werdenden Menschenrechtsverletzungen hinweg. Sie übersehen, dass der einst als Stabilitätsanker der Region gepriesene Staat mittlerweile selbst zu einem Herkunftsort von Flüchtlingen geworden ist. So auch im Fall von Feyisa Lilesa. Nach seiner Geste bei den Olympischen Spielen konnte er nicht mehr nach Äthiopien zurückkehren, weil er befürchtete, verhaftet zu werden. Er hat mittlerweile in den USA Asyl erhalten. Zu Beginn des Jahres konnte auch seine Familie Äthiopien verlassen. Wenn die politische Lage sich wandelt, möchte ich mit meiner Familie nach Äthiopien zurückkehren. In der Zwischenzeit versucht er weiterhin, die Weltöffentlichkeit auf die Situation der Oromo aufmerksam zu machen. Created using Powtoon.